Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich nochmal eine Feder mit euch zaubern, eine Feuerfeder. Und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Ganz viel Spaß dabei. Okay, wir arbeiten heute auf einer 40x30 Leinwand. Und ich werde uns mal schnell eine schwarze Basis vorbereiten. Dazu gebe ich einfach ein bisschen schwarze Farbe in die Mitte. Und dehne das Ganze aus. Sehr gut, unsere schwarze Basis ist vorbereitet. Ich gehe einmal kurz mit dem Trenner drauf, um die Luftbläschen zu entfernen. So, ihr Lieben, wir werden heute mit unserer Kette arbeiten. Die Technik, die wir heute verwenden, nennt sich Chain Pull Technik. Und ich möchte mit euch in der Mitte eine rote Feuerfeder zaubern. Ich habe sie zumindest so im Kopf. Schauen wir mal. Wir verwenden die Farben Reflex Orange, Kaminrot und Gold von Amsterdam. Meine Farben sind heute im Verhältnis 1:1:1 gemischt, das heißt ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Medium und ein Teil Wasser. Okay, meine Lieben, also ich beginne mit Kaminrot. Muss mir jetzt schon überlegen, wie meine Feder dann angereiht sein soll, welche Position sie kriegt auf unserem Bild. Ich glaube, ich möchte wie in meinem Himmelsfeder-Video eine große Feder machen. So, ich starte mit Kaminrot. Oh, die Farbe ist echt flüssig. Schauen wir mal. Ja, ist okay. Aber tons of Luftbläschen habe ich da drin, leider. So, okay. Die nächste Farbe, die ich verwenden möchte, ist Reflex Orange von Amsterdam. Die liebe ich. Das ist eine ganz tolle, feurige Farbe. Okay. Und was ist das Bordeaux zu schwarz? Meiner Meinung nach Gold. Deswegen darf Gold nicht fehlen. Mein Gold werde ich aber nur punktuell hier auftragen. So. Genau. Okay, höchstwahrscheinlich werden wir nachher noch ein bisschen mehr Farbe auftragen und noch einmal drüber swipen, aber für den Anfang ist es genug. Nun brauchen wir, meine Lieben, unsere Kette. Die lege ich nun vorsichtig in der Mitte unserer Farbe. Ja. Ich lasse sie ein kleines Stück überstehen, das macht es mir gleich ein bisschen leichter. Und nun beginne ich die untere Seite langsam und vorsichtig nach oben zu ziehen. Und ihr könnt schon gut erkennen, dass sich hier ein Muster bildet. Nach oben hin werde ich immer schmaler und ziehe die Farbe tatsächlich auch komplett ab. So, wir werden noch ein bisschen Farbe brauchen, aber Schritt für Schritt. Bei der anderen Seite mache ich das Gleiche. Ich lege meine Kette in die Farbe und ziehe sie jetzt nicht nach unten, sondern nach oben. Das funktioniert wunderbar. Ja, das ist eine schöne Farbkombination, das finde ich echt toll. Okay, meine Kette darf jetzt erstmal hier ein bisschen ruhen. Ich würde mir schon wünschen, dass gerade in diesem Teil die Farben noch ein bisschen kräftiger rauskommen. Deswegen werde ich noch ein bisschen nachtragen. Ich beginne mit Rot in der Mitte. Werde das Rot jetzt punktuell auftragen. Genau. Hierbei kann ich sagen, meine Lieben, als kleinen Ratschlag, macht erstmal ein bisschen weniger Farbe. Es ist wirklich schwierig, wenn ihr ganz viel Farbe auf eurer Leinwand habt, die mit der Kette dann in die richtige Richtung zu lenken. So, die nächste Farbe, die ich verwende, ist Gold. Auch hier werde ich punktuell arbeiten. Ich werde das Gold über meine roten Punkte drüber layern. So.
Und ganz zum Schluss noch ein bisschen Reflex Orange. Das werde ich jetzt in die Zwischenräume geben. So schaffen wir uns einen schönen Farbkontrast. Ihr könnt schon sehen, das Orange knallt richtig. Orange ist normalerweise eigentlich gar nicht in meiner Lieblingsfarbenpalette drin, aber bei der Farbe muss ich echt sagen, da stehe ich komplett drauf. So, okay. Versuch Nummer 2. Ich nehme mir wieder meine Kette und lege sie in die Mitte unserer Feder. So. Ich gucke auch wirklich, dass die Kette gut aufliegt in der Mitte. Oben nicht verrutscht und mir alles kaputt macht. Und dann beginne ich, die Kette langsam zu ziehen. Und oben hin werde ich ein bisschen schmaler und trage die Farbe ab. Sehr gut. Auf der anderen Seite mache ich das Gleiche. Die Kette kommt in die Mitte. Ich verwende, wie ihr gut sehen könnt, auch jedes Mal die gleiche Kette. Und ich ziehe die Farbe nach oben. Ihr könnt hier auch schon die Form eurer Feder bestimmen. Oh, aber das finde ich schon richtig cool. Ich gehe einmal mit dem Brenner drüber. Ich habe leider wirklich viele Luftbläschen in meiner Farbe. Das macht es mir nicht so einfach. Aber das ist nichts, mit dem wir uns nicht arrangieren können. So, okay. Was fehlt jetzt noch für unsere Feder? Natürlich der Mittelstrang. Dazu lege ich die Kette noch einmal ohne Farbauftrag in die Mitte. Lass sie kurz ruhen und ziehe sie jetzt einmal gerade nach unten. Schön vorsichtig, lasst euch echt Zeit. Okay, also ihr könnt sehen, das hat schon mal super gut funktioniert. Was ich jetzt immer noch gerne mache, ich nehme mir einen Holzspatel und ziehe noch ganz feine Linien von der Mitte nach außen, um das Federmuster noch ein bisschen zu verstärken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es toll. Also, das macht so viel Spaß. So, okay. Meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Kommt mal ein bisschen näher ran. Guckt euch mal dieses schöne Farbspiel an. Ich finde das Reflex Orange und das Gold und das Carmine Red geht so gut zusammen. Okay, meine Lieben, also ich bin heute vollends zufrieden mit unserer Feuerfeder. Ich finde, die Details sind wirklich toll geworden. Es hat so Spaß gemacht. Es ist auch ganz einfach zum Nachmachen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Technik oder zu den Materialien habt, die ich heute verwendet habe, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich helfe euch jederzeit weiter. Wenn euch meine Feder genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, mit einem schmutzigen Daumen. Lasst mich mal wissen, welche der beiden Federn euch besser gefallen haben. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.